Da kommt auch schon Jakob Baggerstedt. MDR Sachsen-Anhalt, der SC Magdeburg mit dem Fan-Talk nach den Spielen. Wir haben heute einen schönen Heimsieg gesehen gegen Lemgo. Und Jakob Baggerstedt ist mit dabei gewesen. Ein klarer Heimsieg, ein überzeugender Heimsieg. Und Jakob ist jetzt hier, ist wahrscheinlich glücklich. Gab es eine Kabinenansprache, die man weitersagen darf? Ja, wir haben das verdient heute. Wir haben alle gut gekämpft, uns gut gezeigt. Und wir darf auch heute und morgen ein bisschen freuen über das schöne Spiel. Wir haben so ein paar Verletzungen gesehen. Das ist das Erste so. Finn musste so raus. Micha Damgard war dann auch weg. Weißt du da schon was drüber? Nee, mit Finn weiß ich nicht. Ich denke nur, dass wir verteidigen die Kraften ein bisschen heute. Michael war ein bisschen unwohl nach meinem Schlag in Gesicht gestern im Training. So, er war auch da ein bisschen gespart in der zweiten Halbzeit. So, aber ich denke, zum nächsten Spiel ist alles in Ordnung. Also halten wir nochmal fest, da steht hier diese Fleischmaschine mit Muskeln bewaffnet vor mir und sagt, ja, Micha fühlt sich ein bisschen unwohl nach meinem Schlag ins Gesicht gestern im Training und lacht sich auch noch tot. Was denn da passiert? Ja, das war wirklich nicht... Hast du gesagt, ey, du musst abspielen? Nein, war wirklich nicht mit Absicht. Er hat geworfen und ich habe versucht zu blocken und dann hat mein Ellbogen sein Gesicht getroffen oder sein Gesicht hat mein Ellbogen getroffen. Also er ist mit seinem Gesicht gegen deinen Ellbogen gelaufen? Er hat nie Entschuldigung mein Ellbogen gesagt. Das heißt, er muss einen ausgeben und du nicht? Ja, war Spaß. Wir hatten drei Situationen von dir raus. Erste Situation, du warst halbwegs mit drin, integriert ins Spiel, warst auf der Platte für eine Weile, stehst völlig frei und haust einem Torhüter, der sich gar nicht bewegt, den Ball direkt ans Knie. Die ganze Halle macht, was denkst du, was ist da passiert? Ich war unzufrieden da mit mir selber, denn das war unkonzentriert und ich habe eine vorher geworfen, habe entscheiden, welche Wurf ich mache und das war einfach unkonzentriert. Wie ist denn das? Wie müssen wir Handballleien uns das denn vorstellen? Also es ist eine klare Sache, du rennst allein aufs Tor zu, du stehst völlig frei und hast ein bisschen Zeit nachzudenken. Ist das das Problem? Weil du denkst, mache ich jetzt den mopsedackelten Dreifachdreher oder haue ich ihm direkt zwischen die Lichter oder was ist das Problem? Zu viel Zeit einfach. Nee, das war auf mir unkonzentriert und muss ich natürlich besser zum nächsten Mal machen. Im Zweifelsfall mit dem Dampfhammer durch den Torhüter durch. Dann die nächste Situation, die ich rausnehmen will. Du rennst wieder frei aufs Tor zu und der Angriffsspieler behindert dich klar im Wurf, foult dich irgendwie fast. Und es gibt keinen 7 Meter. Bennett Wiegert, der Trainer, obwohl es, glaube ich, 3 Minuten vor Schluss noch war, rastet komplett aus. Also megamäßig rastet er aus. Merkst du sowas auf der Platte oder kriegt ihr sowas mit? Nee, das bin ich gewöhnt bin. So, das merkt man nicht mehr. Und was ist denn da das Problem? Irgendwie gibt es wirklich dann so Schiedsrichter, die da sagen, die führen jetzt so viel, wir nehmen das zurück? Oder wie ist denn sowas zu erklären aus deiner professionellen Sicht? Nee, das glaube ich nicht, das hoffe ich auch nicht, dass das Fall ist. Aber dann haben wir, denke ich, 1 Minute später oder sowas, Solly auch ein ganz billig 7 Meter bekommen. Vielleicht ein bisschen Entschuldigung von die andere Situation. Aber sowas passiert manchmal, dann muss man einfach weitermachen und dann versuchen, 5% mehr zu geben. Dritte Situation, kurz später, du stehst frei vorm Tor und zimmerst ihn einfach in die Masche. Was fühlt man denn, wenn man in einer vollen Halle so ein Tor macht? Ja, das ist natürlich immer geil. Also ich freue mich immer, die Mannschaft zu helfen. Und besonders hier in Gesig Arena ist es immer Spaß zu spielen. Das macht einfach Spaß, muss ich sagen. Gibt es ein dänisches Wort, was du im Kopf hast, wenn du ein Tor machst und die Halle tobt sowas? Also wir würden ja alle sowas sagen wie, geil! Oder so? Was denkst du da? So, gibt's da sowas? Also ich schreit auch manchmal ein Geil oder so, aber... Wie heißt denn Geil auf Dänisch? Ja, leckert. Nee, sag lieber Geil. Ja, geil ist viel besser. So, nachdem wir jetzt ein bisschen lässig auch gesprochen haben, es gab in der vergangenen Woche sehr oft das Wort Wechselfehler. Das Spiel hat sich ja so ein bisschen, das geht natürlich zurück auf das Spiel in Flensburg, wo eigentlich relativ viel drin war. Ihr habt heute genauso stark, sehr selbstbewusst und irgendwie auch als Team sehr, sehr gut gespielt. Heute gab es dann keine Wechselfehler. Wie ist denn das in der Woche unter den Spielern ausgewertet worden? Wir haben nichts gesagt. Wir alle weiß, dass es natürlich scheiße ist. Aber mit der neuen Regel, denke ich, das will oft passieren, als man vorher gesehen habe. Aber ja, ich weiß das nicht. Da müssen wir als Fans uns auch dran gewöhnen und da muss man ein bisschen auch locker bleiben oder was? Weil gerade wenn dann der Torhüter raus ist und dann der 7. Feldspieler oder eben der 6. bei einer Unterzahl. Ja, ich denke, das ist auch Gewohnheit für wir als Mannschaft. Ist das
Das gibt es manchmal ein bisschen mehr Stress. Du hast oft zwei Abwehrangriffwechsel und dann plus ein Torwart. Und alle versuchen so nachzählen, wie viele Leute ist auf dem Spielfeld. Und dann manchmal passiert sowas. Aber wir können das nicht als Gewohnheit machen. Dass die Zuschauer muss sagen, ah, sowas passiert. Das lieber nicht. Ich hatte ja das Glück und das Privileg, mit euch zusammen auf diesem Balkon da stehen zu dürfen. Da hast du dein T-Shirt ausgezogen. Und ich sage euch jetzt auch noch, dass andere Spieler, ich sage keinen Namen ringsrum, dann gesagt hat, ah, weil du deine Diät gemacht hast, willst du jetzt deinen Körper zeigen, musste er sich sagen. Ich habe den Eindruck, dass du jetzt noch fitter bist. Welche Diät ist das? Das interessiert uns alle. Gibt es im Moment keine Diät. Du trainierst einfach nur wie ein Schwein. Ja, ich versuche meinen Körper fit zu halten und so das Körper ist fit für die Mannschaft zu helfen und dann ist das so. Ein glücklicher Jakob Baggerstedt, der unfassbar gut aussieht, topfit ist, steht jetzt hier, hat mit uns sprechen können. Und ich kann nur sagen, das war heute Werbung, sowohl für die Zuschauer auf den Tribünen, als auch für unsere Mannschaft, für den Handball in Magdeburg. Wenn Sie das jetzt hier zufällig sehen sollten, schicken Sie es einfach weiter, sagen Sie Bescheid. Wenn man was Schönes in Magdeburg erleben will, dann geht man zu Grün-Rot, dann geht man zum Handball auch in den nächsten Heimspielen wieder mit dabei. Jetzt die Chance, mit den unglaublich gut aussehenden und superfitten Jakob Baggerstedt Fotos zu machen. Yeah.